Bei hohen Kirchenfeiertagen sind sie nicht wegzudenken, die Schützen. Doch jetzt sorgt ein bereits im Jänner beschlossenes Verbot des Pfarreienrates in der Seelsorgeeinheit Innichen-Toblach für Aufregung. Demnach dürften die Schützen dort ihre Gewehre nicht mehr in die Kirche mitnehmen. Und das Abfeuern der Ehrensalven wurde ebenfalls stark eingeschränkt. Die Ehrensalve, für manche ein ohrenbetäubender Lärm, für andere eine Tradition und Ehrenbezeichnung. Diese Salve dürfen die Schützen in 13 Pfarreien des oberen Pustertals nur mehr einmal im Jahr abfeuern. Zudem muss das Gewehr aus der Kirche draußen bleiben. Weil Waffen, Gewehre, selbst wenn sie historische Gewehre sind, also nicht mehr funktionierende Gewehre, immer auch Symbole sind für Gewaltbereitschaft und Krieg. Und gerade in Asia mit der Botschaft des Friedens, mit dem Aufeinanderzugehen, immer auch sich widerspricht. Uns gehört das Gewehr einfach mit dazu. Das Gewehr ist ein Zeichen für uns, für Standhaftigkeit, für Wehrhaftigkeit und für Freiheit. Laut Dekan ist der Beschluss sogar auf Wunsch einiger Schützenkompanien erfolgt, um die großen Unterschiede in den Pfarrgemeinden auszugleichen. Für die Schützen hingegen ist das Verbot inakzeptabel. In Zeiten, in denen die Kirchenbänke immer leerer werden, sei es unverantwortlich, Gläubige zu brüskieren. Zudem sei mit ihnen nie über das Verbot gesprochen worden. Das stimmt nur zum Teil. Es gibt Pfarrgemeinden, wo Schützen sehr viel mitarbeiten in Pfarrgemeinden, auch in Pfarrgemeinderäten selbst vertreten sind. Es gibt natürlich andere Pfarrgemeinden, wo einige zwar auf dem Friedhof da waren, zum Beispiel Andreas Hofer feiern, zur Gedenkfeier und die Ehrensalbe abgegeben haben, aber dann gar nicht zur Messe in die Kirche gegangen sind. In Philanders etwa halten die Schützen mittlerweile selbst ihren Wortgottesdienst. Doch fast in der Hälfte der Pfarreien wurden mit den Schützen bereits Kompromisslösungen gefunden. Zwei bleiben vor der Kirche stehen und bewachen die Gewehre und der Rest der Kompanie marschiert mit hinein und steht dann ohne Gewehre da. Auch in Toblach soll es Ende Juli ein klärendes Gespräch geben. Wir hoffen, etwas uns näher zu kommen, und zwar nicht nur jetzt inhaltlich, was die einzelnen Inhalte betrifft, sondern auch allgemein, was bedeutet es für Schützen im Pfarrgemeinden mitzuleben. Und nicht nur dann eventuell da zu sein, wenn es darum geht, dann auch Ehrensalben abzugeben. Vielleicht ist mit Hilfe von oben auch im oberen Pustertal doch noch ein Kompromiss möglich.